Emotionen, Explosivität und enge Ergebnisse. Einen Ringer-Krimi erleben 1500 Zuschauer in der erstmals ausverkauften Römerhalle im Halbfinale-Hinkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. In einem von Taktik und technischen Aktionen der Weltklasse geprägten Duell schlagen die Red Devils Heilbronn den ASV Mainz mit 15:10 und haben damit gute Aussichten, im Rückkampf am Samstag den Einzug ins Finale perfekt zu machen. Zwei wichtige Mannschaftspunkte steuert Eduard Popp bei. Der Olympia-Fünfte gewinnt gegen seinen Trainingskameraden Edgar Sever. Trotz einer Erkältung ist sein Wille stärker und der Kopf hellwach. Einen emotionalen Schlussakkord setzt der dreimalige Weltmeister Frank Stäbler. Auch er ist gesundheitlich angeschlagen. Doch der Ringer des Jahres und Star der Red Devils dominiert gegen Ruhula Gürler mit 14:0 und zeigt einmal mehr seine Klasse. Wie auch Publikumsliebling Christian Fetzer, den wir jetzt im Interview haben. 15:10, es war das erwartet enge Ding gegen den ASV Mainz. Ihr Kommentar zunächst mal zum Endergebnis. Ja, also ich sag mal, es ist eigentlich ziemlich viel für uns sehr gut gelaufen. Die Niederlage von Dustin Scherf war ein bisschen, sag ich mal, für ihn unglücklich. Aber der Kampf mit dem Gegner ist immer auf engem Niveau. Und Kamal Malikow muss man die Stärke des anderen Russen anerkennen. Das ist ein Weltklasse-Mann, U23-Medaillengewinner. Aber mit den 15:10 haben wir einen komfortablen Vorsprung für einen Rückkampf. Vermeintlich komfortabel, weil wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Und wir werden die stärkste Mannschaft an die Matte bringen im Rückkampf. Und dann werden wir das Ding schon schaffen. Im Ringen zählt zunächst mal das Team. Trotzdem ein 3:0 gegen Yasin Geta. Das tut richtig gut, oder? Ja, mir persönlich tut das sehr gut, muss ich sagen, weil ich die letzten, ich denke mal, dreimal Minimum gegen ihn verloren habe. Ich glaube, ich habe noch nie einen Kampf gegen ihn gewonnen, muss ich ehrlich sagen. Und von daher war das jetzt endlich mal Zeit und ich habe meine Taktik da etwas umgestellt zu den letzten Kämpfen und das hat gewirkt und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, denn der Kampf war eigentlich heute von mir, sage ich mal, sehr souverän geführt.